Ihr Lieben hier im Saal und im Netz, wo auch immer. Heute Morgen hätte ich auch fast schlechte Laune bekommen, als ich feststellte, dass die Stammstrecke wieder mal gesperrt ist. Die Stammstrecke ist immer gesperrt, wenn die Stadt besonders voll ist. Und mitten in der Urlaubszeit ist München immer voll, denn alle kommen in unsere schöne Stadt. Und ich danke dem Herrn, dass ich da wohne und nicht extra anreisen muss. Aber es ist ein großes Abenteuer, von einem Ende der Stadt, sprich Gern, zum anderen, sprich Pasing, zu kommen. Es geht noch ganz gut mit der U1 bis zum Hauptbahnhof und dann ist Ende. Da muss man dem Herrn Bescheid sagen, dass man möglichst schnell durchs Gewühl kommt und darf sich dann in einen völlig überfüllten Urlauberzug quetschen, der irgendwo ins Allgäu fährt und glücklicherweise in Pasing als nächstes hält. Und wenn man dann denkt, in Pasing steht der Bus vor der Tür und es geht zack in die Betschardstraße, denkst du, in Pasing ist nämlich alles umgeleitet und der ganze Bahnhofsbereich ist voller Baustellen, sodass ich dem Herrn gesagt habe, also du bist verantwortlich, wenn ich jetzt zu spät komme oder gar nicht mehr komme. Ne? Aber er ist ja ein Spezialist für schwierige Fälle. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass ich es gerade noch so geschafft habe. Ich hoffe, ich komme dann schneller nach Hause. Aber das ist ja psychologisch eine ganz andere Geschichte, wisst ihr ja. Man kommt immer schneller heim, als dass man zur Arbeit kommt. Im Übrigen ist das natürlich völlig klar, wenn alle Welt im Urlaub ist und auch hier bei euch sind tatsächlich ein paar Plätze frei, liegt es nahe, über Urlaub zu predigen. Obwohl, es ist ja verrückt, gell? Ich predige natürlich nur zur Zeit der großen Ferien über den Urlaub. Wenn nur so eine Woche oder zwei Wochen Pfingsten oder Weihnachten, dann lohnt sich's nicht. Aber wenn 6 Wochen große Pause ist oder wenigstens ein ganzer Monat wie in München, der August ist immer große Pause überall, dann passt das gut und dann schaue ich in meine Bibel und dann schaue ich in meine Konkordanz und stelle fest, das Stichwort Urlaub oder Freizeit oder Ausspannen taucht nicht ein einziges Mal auf. Das Thema Urlaub spielt offensichtlich in Gottes Wort überhaupt gar keine Rolle. Im Gegenteil. Der Herr hat seinen Leuten gleich ziemlich bald gesagt, zum Beispiel in Lukas 19, 13, arbeitet, bis ich wiederkomme. Und hat damit eine intensive christliche Arbeitsethik begründet. Insofern passt es, dass auch Siebenten-Tags-Adventisten, die ja auch nicht zuletzt stramme Protestanten sind hoffentlich, eher dazu neigen, den alten christlichen Grundsatz Ora et Labora zu beherzigen, nämlich bete und arbeite. Und meistens oder manchmal kommt das Beten dann ein bisschen zu kurz, weil es so viel zu arbeiten gibt. Und da sind wir ganz gut in ganz guter Gesellschaft, denn das haben sie alle gemeinsam. Auch die frommen Menschen unserer Zeit sind ganz große Arbeiter. Und in dem Zusammenhang denke ich unwillkürlich auch an einen meiner Lieblingspäpste, nämlich Johannes Paul II., der sich damals zur Aufgabe gemacht hatte, als Völkerapostel um die Welt zu reisen. Das hat er ja auch gemacht. 25 Jahre ist er um die Welt gereist und hat an den entlegensten Ecken der Erde
das Evangelium weitergegeben und für seine Kirche gesorgt. Und als einmal besorgte Mitarbeiter aus seinem engsten Kreis ihm rieten, er möge doch ein bisschen kürzer treten und ab und zu mal eine Pause einlegen, da sagte er ganz cool: Ausruhen kann ich mich dann im Himmel noch lang genug, und zog voll weiter das volle Programm. So ähnlich haben es allerdings auch manche unserer, meiner lieben Kollegen gemacht. Und das fand ich ein bisschen besorgniserregend. Ich denke an einen sehr interessantes Interview vor etlichen Jahren, als ich noch für die Stimme der Hoffnung tätig war, damals für das Rundfunkprogramm, heute Hope Channel und Fernsehen. Und ich weiß noch, wir waren, meine Frau und ich, waren ein Wochenende ganz dienstlich in Bad Aibling, wo mein Herz zu Hause ist. In wenigen Wochen feiern es da Einweihung, für alle, die es interessiert. Jeff mag vielleicht hinfahren, gell? Auch ein alter Aiblinger, wenn er es nicht vergessen hat. Und wir hatten da einen Termin mit einem alten Kollegen, der schon lange pensioniert war. Einen Interviewtermin, und er sollte ein bisschen aus seinem langen Pastorenleben erzählen. Es war sehr interessant. Es ist immer interessant, mit alten, erfahrenen Kollegen zu sprechen und ihnen Zeit und Gelegenheit zu geben, über ihr Leben und ihren beruflichen Weg zu sprechen. Und dann kamen wir auch auf die Frage: Wie habt ihr es denn gemacht mit Urlaub und wann habt ihr mal verschnauft und ein bisschen aufgetankt? Und da war ich dann doch etwas irritiert, um nicht zu sagen erschrocken, als er sagte: Wir haben niemals Urlaub gemacht. Ein einziges Mal, hat er erzählt, ein einziges Mal haben wir uns einen Tag genommen und sind in die Natur gegangen, haben eine kleine Wanderung unternommen und ein bisschen entspannt. Dann sind wir abends heimgekommen mit einem ganz schlechten Gewissen und haben gesagt: Das war ein verlorener Tag. Das machen wir nie wieder. Wir hätten lieber für den Herrn arbeiten sollen. Und sie haben nie wieder Urlaub gemacht. Aber seine liebe Gattin lag steif wie ein Brett in ihrem Pflegebett, konnte sich nicht mehr rühren, völlig erschöpft, völlig entkräftet von 40, 50 Jahren für den Herrn. Ich habe mir gedacht, was für ein tragisches Missverständnis. Was für ein tragisches Missverständnis, zu meinen, man würde den Sinn seines Lebens sozusagen erwischen, indem man pausenlos und pausenlos und über seine Kräfte für den Herrn arbeitet. Gerade vor wenigen Tagen ist eine liebe Freundin, auch eine Kollegin, in einer anderen Freikirche verstorben, ein knappes Jahr nach Beginn ihres Ruhestands. Und kaum hatte sie den Ruhestand erreicht, bekam sie eine schwere Krebsdiagnose, und es war eine Frage kürzester Zeit und ihr Leben war zu Ende. Sie hatte sich so verausgabt, sie hatte sich so auf ihren Ruhestand gefreut, und dann war auf einmal Schluss. Manche mag sagen: Ja, der Herr hat auch niemals Urlaub gemacht. Der hatte seine 3,5 Jahre Dienstzeit auf dieser Erde, jetzt offiziell als Erwachsener,
Und die hat er durchgezogen und dann war es das. Aber so ganz trifft das gar nicht zu. Denn wenn ich bei Ellen White nachschaue, in einer von mehreren übertragenen Ausgaben des Buches Das Leben Jesu, in diesem Fall Jesus von Nazareth, Kapitel 58, da finde ich eine interessante Randbemerkung. Kapitel 58, da geht es um Lazarus und das Kapitel beginnt gleich mit dem entsprechenden Abschnitt. Einer der treuesten Freunde Jesu war Lazarus aus Bethanien. Als Jesus sein öffentliches Wirken begonnen hatte, war er fast ständig unterwegs und hatte nirgendwo ein richtiges Zuhause, sondern war auf das Wohlwollen und die Gastfreundschaft anderer angewiesen. Sein Verkündigungsdienst und die Sorge um das seelische und körperliche Wohl der Bedürftigen gingen oft über das hinaus, was ein Mensch zu leisten imstande ist. Deshalb brauchte Jesus hin und wieder ein Heim, wo er ausruhen konnte. Und das Haus des Lazarus und seiner beiden Schwestern war solch eine Oase der Ruhe und des Friedens. Da musste Jesus nicht nur geben, sondern konnte auch empfangen. Herzliche Zuneigung, Gespräche mit Gleichgesinnten, liebevolle Betreuung. Vollpension mit Familienanschluss sozusagen. Und wenn ich im Neuen Testament nachschaue, stelle ich fest, dass er gern und gar nicht selten diese Möglichkeit genutzt hat. Diese Möglichkeit aufzutanken, zur Ruhe zu kommen, hier und da einen kleinen Urlaub auf seine Weise einzuschieben. Auch er hat es gebraucht. Auch er hat es gebraucht, dieses Abschalten, dieses Mal auf Abstand gehen. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, gelegentlich tut auch ein Urlaub von der eigenen Gemeinde sehr gut. Mancher denkt, er täte ein besonders gutes Werk, wenn er Sabbat für Sabbat über Jahre auf seinem Stammplätzchen sitzt und immer treu und brav anwesend ist. Aber ich sage euch, das klingt zwar sehr erfreulich, aber es hat ein Risiko. Wenn du Sabbat für Sabbat über Wochen, Monate und Jahre immer auf deinem Stammplätzchen sitzt und niemals was anderes siehst, immer dieselben Nasen, immer dieselben Gedanken im Bibelgespräch, immer dieselben Leute mit ihren immer gleichen Geschichten, da kann es dir ganz schön schwierig werden mit der Gemeindebegeisterung. Und ich habe manchen kennengelernt, der deshalb auf Abstand gegangen ist, weil er dachte, seine Ortsgemeinde ist das Einzige, was es an Gemeinde gibt. Weil er dachte, eine größere Perspektive, auch eine größere Perspektive des Glaubens und der Kommunikation, auch der geistlichen Kommunikation, ist gar nicht möglich. Scheinbar gibt es Leute, die gar nicht wissen, dass es weltweit über 70.000 adventistische Ortsgemeinden gibt. Scheinbar gibt es Leute, die gar nicht wissen, dass sie weltweit über 20 Millionen Schwestern und Brüder haben. In allen Nationen, in allen Kulturen, in allen Sprachgruppen. Und es ist eine unglaublich spannende Geschichte, einmal Gottesdienst auf anderen Kontinenten zu erleben, mitzuerleben, wie Schwestern und Brüder im Glauben auf ganz andere Weise, auf ihre Weise Gott loben und danken, beten und singen, verkündigen und miteinander über Gottes Wort sprechen.
ungeahnte Möglichkeiten. Und wenn du nach Hause kommst, hast du eine ganz andere Perspektive, eine viel größere Weite. Und wahrscheinlich auch eine große Portion neuer Begeisterung und Freude für den Herrn und seine Leute. Ungeahnte Möglichkeiten. Schwieriger wird es dann schon, wenn mancher denkt, er bräuchte mal Urlaub von Gott. Ja, und ich weiß aus meiner engsten Umgebung, wie das ist, wenn Leute sagen, ich halte es nicht mehr aus mit diesem Gott, der alles weiß und alles sieht und alles hört und einen ständig im Auge hat und ständig auf der Spur ist. Ich möchte mal frei sein, ich möchte mal selber leben, ich möchte mal meinen eigenen Weg gehen und nicht immer den Gedanken haben, da ist einer, der den großen Schirm eingeschaltet hat und jeden Schritt, jeden meiner Schritte verfolgen kann. Verwunderlich ist das nicht. Scheinbar hat auch David, von dem Gottes Wort sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, gelegentlich dieses Problem gehabt. Es kommt so ein bisschen raus, wenn ich Psalm 139 aufschlage. Und ich lese ein paar Verse aus diesem bemerkenswerten Psalm, Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Keine Chance, dem Allmächtigen zu entkommen. Und ich kann mir denken, dass David durchaus, dass es Zeiten gab, in denen David durchaus an dieser Wahrheit, an dieser unumstößlichen Tatsache zu knabbern hatte. Dass es keine Chance gibt, dem Blick, dem Empfinden, dem Herzen des Allmächtigen zu entkommen. Vielleicht wird es uns leichter, positiv mit der Sache umzugehen, wenn man die Sache mal umdreht. Für uns mag es ein interessanter Gedanke sein, mal ein bisschen Urlaub vom Herrn zu machen. Aber wie wäre es, wenn der Herr auf die Idee käme, Urlaub von uns zu machen? Wie wäre es, wenn er ein einziges, was wäre, wenn er ein einziges Mal eine kleine Mittagspause einlegte, von 12 bis 2. Oder wenn irgendwann während deiner Morgenandacht von oben ein kleines Zettelchen in deine Bibel flattert und da stünde drauf, bin gerade mal weg, komm in einer halben Stunde wieder. Grotesker Gedanke, gell? Aber was wäre,
Was wäre, wenn er mal nicht schaute? Wenn er mal nicht auf uns achtete? Ihr Lieben, wenn der Allmächtige nicht eine einzige Sekunde nicht auf uns achten würde, wären wir tot. Dann wäre Ende. Wenn er mal Pause machen würde, und er hätte allen Grund dazu, zu sagen, es geht mir ja so auf den Senkel mit meinen Menschenkindern. Die machen mich noch fertig. Die meisten wollen nichts von mir wissen und die anderen sind auch gerade nicht einfach. Von meinem Bodenpersonal ganz zu schweigen. Ja, wenn er denken und handeln würde wie wir, hätten wir keine Chance zu überleben. Und das ganze Universum würde innerhalb kürzester Zeit in sich zusammenstürzen, weil alles, aber auch wirklich alles von ihm abhängt. Deshalb bin ich so dankbar, dass mit dieser Situation niemals zu rechnen ist. Dass niemals damit zu rechnen ist, dass er mal wegschaut. Dass niemals damit zu rechnen ist, dass er mal Urlaub macht, dass er mal Pause macht. Und auch das hat David ganz wunderbar in einem der bekanntesten Psalmen zum Ausdruck gebracht. Psalm 121. Die meisten von euch werden ihn kennen. Da dichtet er: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ja, da kann man wirklich nur Amen sagen, denn genau das tut er. Und weil ich das täglich erlebe und weil ich das heute Morgen gerade auf dem Weg zu euch wieder ganz praktisch erlebt habe, wie das ist, dass er auf uns achtet, dass er uns zur Seite steht, auch in ganz praktischen Dingen, in ganz banalen Dingen, weil wir ihm wichtig sind, weil wir ihm wertvoll sind, weil er sein Herz an uns verloren hat. Deswegen sage ich, Gott sei Dank, dass diese Situation sich niemals ändert. Ja, fahr ruhig an die entferntesten Ecken, in die entferntesten Ecken der Erde. Lass dir es gut gehen und mach dir richtig schön in deinem Urlaub. Aber vergiss nie, ihn mitzunehmen und lass ihn bewusst dabei sein. Dann wird es ganz gewiss ein Erfolg. Das wünsche ich euch und mir heute von Herzen. Amen. Ja, Herr, wir können wirklich nur staunen angesichts der Liebe, der Barmherzigkeit, der Zuwendung, die du uns jeden Augenblick zuteil werden lässt. Wir können wirklich nur staunen und von Herzen danken dafür, dass wir dir so wichtig sind, dass du uns keinen Moment aus den Augen lässt, dass du uns festhältst, dass du uns begleitest, auf den sonnigen und auf den schwierigen Wegstrecken unseres Lebens. Dass du mit uns bist, auch in dieser schwierigen Zeit, die wir heute erleben. Und wir wissen nicht, was noch kommen wird, was uns noch begegnen wird. Aber wir vertrauen ganz fest darauf,
sind voller Zuversicht, dass du in jedem Augenblick an unserer Seite sein wirst, dass du es von Herzen gut mit uns meinst und dass du uns am Ende, wenn du kommst, um deine große weltweite Glaubensfamilie abzuholen in die Ewigkeit, über die Ziellinie der Ewigkeit tragen wirst. Wir danken dir für diese Perspektive und wir bitten in diesem Zusammenhang nicht nur für uns, sondern für alle, die uns am Herzen liegen und wollen sie dir anvertrauen. Danke, Herr, dass du so gut bist. Danke, dass wir mit dir nicht nur diesen Sabbat, sondern jeden Tag unseres Lebens erleben dürfen. Amen.